Der erste Raps ist aufgelaufen. Hier sehen wir die kleinen Keimlinge, schön entwickelt, und es sind noch keine Fraßspuren zu sehen. Direkt neben diesen Keimlingen befindet sich aber auch schon die kräftige Ausfallgerste, die deutlich früher aufläuft als der Raps. Herzlich willkommen zu einer neuen Feldexkursion. Ich begrüße Sie hier von dem früh aufgelaufenen Rapsbestand und möchte kurz mit Ihnen die wesentlichen Punkte und den anstehenden Arbeiten besprechen. Die Gerste benötigt, um ein Blatt zu bilden, 70 Grad und der Winterraps als dikotyle Pflanze 140 Grad. Der Raps befindet sich jetzt hier im Keimblattstadium. Und wenn wir uns die Keimblätter mal genauer anschauen, sehen wir, dass hier zum Beispiel eine Vorauflaufmaßnahme, also ein Herbizid, gespritzt wurde. Wir sehen schon die leichten Aufhellungen. Wenn wir das Blatt gegen die Sonne halten, erscheint es etwas gelb, noch nicht richtig weiß. Wenn es weiß erscheint, also ein Bleaching erkennbar ist, dann deutet alles auf Chromazone hin. Dieses Gelb kann auch auf viele andere Wirkstoffe hindeuten. So, ansonsten sehen die Blätter noch wirklich sehr schick aus. Wir erkennen keine Fraßstellen und auch noch keine Krankheiten. Ein kleiner Raps ist hier schon zu sehen. Der hat Fraßschäden an den Keimblättern und es deutet alles auf den Erdflohbefall hin. Der Erdfloh, die Adulten, also die Elterntiere, die Weibchen machen zuerst ein Reifefraß und legen dann in der Nähe der Rapspflanze im oberen Boden ihre Eier ab. Wenn die geschlüpft sind, kriechen die Larven zur Rapspflanze und minieren, also fressen sich in die Blattstiele hinein. Das Erdfloh erkennen Sie daran, dass er ja recht ähnlich dem Rapsglanzkäfer aussieht, etwas größer, aber auch schwarz und glänzend und dicke Oberschenkel hat, denn er springt. Er fliegt nicht weg, sondern er hüpft weg. Und Sie können ihn auch mit den Gelbschalen finden, die Sie in den Boden einlassen. Oder Sie setzen sich einfach mal auf den Schlag und beobachten, ob es irgendwo springt. Gegen den Erdfloh können Sie mit Pyrethroiden noch eine gute Wirkung erzielen, wenn Sie nicht in Regionen wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern leben, wo schon wirklich Resistenzen gegen Pyrethroide nachgewiesen wurden. Wichtig ist, rechtzeitig zu spritzen und auch immer wieder bei Befallsüberschreitung, weil aktuell der Raps so schnell wächst, dass das Kontaktinsektizid dann nicht mehr auf den neu zugewachsenen Blättern sich befindet. Neben dem Erdfloh rechne ich in diesem Jahr mit einem stärkeren Befall von Schnecken, denn in vielen Regionen ist der Oberboden feucht. Feuchtigkeit und schattige Regionen sind ideale Bereiche, wo sich die Ackerschnecken bzw. generell Schnecken wohlfühlen. Wir haben ja einerseits die Acker- und auch die Wegschnecken. Die Wegschnecken sind eigentlich eher die bekanntesten, auch größeren Exemplare, die sich vom Weg aus reinfressen und schneller zu bonitieren und zu erkennen sind. Dann reicht es oft auch aus, wenn sie Schneckenkorn außenrum streuen. Aber die Ackerschnecken kommen irgendwo mitten im Schlag hinausgekrochen aus Hohlräumen, zum Beispiel den Hohlräumen von Regenwürmern, also Regenwurmgängen, und fressen dann den Raps ab. Innerhalb von 24 Stunden kann wirklich auch ein Schlag abgefressen sein. Daher ist es wichtig, regelmäßig die Bestände zu bonitieren. Die Schneckenweibchen können bis zu 400 Eier pro Jahr ablegen. Es gibt ein bis zwei Generationen pro Jahr. Also wenn Schnecken da sind, kann das Problem relativ groß werden. Außerdem sieht man jetzt hier das Ausfallgetreide wirklich deutlich. Wie anfangs schon erwähnt, entwickelt es sich zügig. Und wenn es schon zwei oder sogar drei Laubblätter entfaltet hat, dann sollten Sie mit einer Bekämpfung nicht mehr so lange warten, weil eben das Ausfallgetreide eine große Konkurrenz zum kleinen mimosenhaften Raps darstellt. Der Raps ist wirklich in diesem kleinen Stadium sehr zaghaft und empfindlich. Und Sie können eine anstehende Gräsermaßnahme dann auch mit einem Insektizid kombinieren, sofern eben Bekämpfungsschwellen überschritten sind. Ja, was steht ansonsten noch an? Falls Sie aus irgendwelchen Gründen im Vorauflauf kein Herbizid durchführen konnten, können Sie halt im Nachauflauf auch noch aus einer doch größeren Palette Produkte auswählen.
Am besten ist dann auch, gerade wenn es um Problemunkräuter sind, die erstmal auflaufen lassen, zu schauen, welche sind wirklich auch da und dann das ideale Produkt wählen. Sie können sich gerne an uns wenden und dann können wir eine geeignete Herbizidstrategie für Sie erstellen. Zum Thema Gräserherbizide fällt mir noch ein, achten Sie bitte darauf, dass die meisten Produkte nur eine Anwendung pro Kultur haben. So, das war's für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Rapsaussaat. Bis dahin, tschüss!